Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Friedhof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker. Herzlich willkommen zur 66. Episode unseres Podcastes. Ja, Australien plant einen eigenen Flughafen zu bauen in der Antarktis. Ein Thema, was uns alle aktuell sehr beschäftigt. Und natürlich darf in dieser Folge zu dem Thema einer nicht fehlen, und das ist Henry. Hi, grüß dich, schön, dass du dabei bist. Hallöchen, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, also ich meine, das hat uns ja alle ein bisschen schon geschockt, als das äh, letztes Jahr irgendwann auf den Tisch kam, das Thema Flughafenbau. Und ähm, ich glaube, jetzt wird es Zeit mal für eine gemeinsame Folge. Oder was denkst du, Henry? Ja, unbedingt. Also das Thema ist ja tatsächlich schon seit 2018 ähm, im Umlauf. 2018 mhm. ist der Plan ja veröffentlicht worden von der Regierung. Und äh, das hat keiner so richtig wahrhaben wollen. Das ist so ein bisschen in der Versenkung in der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Und ähm, es hat jetzt eben halt eine nächste Hürde genommen. Und wird tatsächlich oder soll im, im Mai ja bei dem äh, Antarctic Treaty ähm, Consultative Meeting vorgestellt werden. Also im Grunde die äh, Versammlung aller derer, die diesen Konsultativstatus haben, also sprich die über die Antarktis regieren, wenn man so möchte. Mhm. Ja, also ich jetzt, wenn man das so liest, denkt man dann, okay, ähm, ist das so machbar? Ab wann würde, also im Mai wollen sie zum Teil dann das erste Mal darüber mit entscheiden, aber warum wollen sie das überhaupt machen und wann wollen sie mit dem Bau überhaupt dann beginnen, wenn das denn durchkommt? Warum wollen sie das machen? Das ist eine schwierige Frage. Ähm, offiziell ist die äh, Antwort der des antarktischen Programms von Australien, das das federführend ähm, begleitet, dass die Infrastruktur für die Wissenschaftler, für die Forschung ähm, ausgebaut werden soll. Es gibt im Moment keine Möglichkeit, im Winter ähm, wirklich Wissenschaftler ähm, nach, in die Antarktis zu bringen und es gibt auch tatsächlich keinen durchgängig betriebenen Flughafen ähm, in der Antarktis. Und wir hatten jetzt äh, vor Weihnachten 2020 tatsächlich einen medizinischen Notfall in der ähm, australischen Antarktis-Station. Und das hat in der tatsächlich. Ne, genau, und es hat eine ganze Weile gedauert, ähm, den Wissenschaftler evakuieren zu können. Und es brauchte tatsächlich sieben Nationen, die zusammengearbeitet haben, um den dann über drei, vier Stationen äh, dann schließlich nach Hobart, ähm, Tasmanien ähm, evakuieren zu können. Und das würde man natürlich deutlich vereinfachen. Mit so einem Projekt. Das ist aber nur die offizielle Lesart. Die mhm. inoffizielle Lesart ähm, von vielen Geowissenschaftlern oder Geopolitikern ist, dass sich Australien vom Engagement Chinas in der Antarktis massiv bedroht fühlt. China hat ähm, ganz äh, neue, hat neue Stationen aufgebaut, ähm, hauptsächlich im im Gebiet, das Australien ähm, für sich beansprucht. Also es gibt ja mhm. die sogenannten Claimant äh, States, also die, die mhm. ähm, Gebietsansprüche in der Antarktis stellen. Australien ist da ähm, mit der größten Fläche vertreten. Und in dieser Fläche hat ähm, ähm, China zwei Stationen gebaut. Und damit fühlt sich, da fühlt sich äh, Australien so ein bisschen bedroht, weil im, im Grunde das, Antarktis, der Antarktis-Vertrag ja ähm, untersagt, dass also die, die Gebietsansprüche werden einfach eingefroren, die werden nicht behandelt und es dürfen keine neuen Gebietsansprüche gestellt werden. Aber für ein etwaiges Ende dieses Vertrages, das übrigens überhaupt nicht auf der Tagesordnung steht, also da gibt es kein, kein, kein Auslaufdatum oder ähnliches. Aber für ein etwaiges Ende hat Australien eben die Befürchtung, dass China ähnlich äh, handelt wie im südchinesischen Meer, wo dann einfach künstliche Inseln aufgeschüttet wurden und dann Gebietsanspruch gestellt wurde rund um diese Inseln mhm. und ein ähnliches äh, Vorgehen in der Antarktis führen könnte. Nach dem Motto, wir haben jetzt hier in, in diesem Sektor ähm, die meisten Stationen, also ist das unser Gebiet. Und da wäre natürlich ein dauerhafter ähm, Flughafen, der auch ganzjährig betrieben werden kann, nochmal ein geopolitisches Statement. Ja, zumal, also es wäre auch gleich eine Frage gewesen, die ich sonst gestellt hätte, aber dann nehmen wir die jetzt mal vorweg. Ähm, der Antarktisvertrag von 1959 sagt ja ganz klar, keine territorialen Ansprüche auf der Antarktis oder auf dem Kontinent anzumelden. Aber wenn ich jetzt einen Flughafen dort baue, dann ist das ja praktisch schon ein territorialer Anspruch. Hat also zumindest unterstreicht den territorialen Anspruch, den ähm, Australien ja gestellt hat, der allerdings eingefroren ist. Also der Antarktisvertrag, der sagt, dass du, sagt nicht, dass du keinen ähm, Anspruch stellen kannst. Also du kannst keinen neuen stellen. Es dürfen mhm. keine neuen ähm, Gebiete mhm. geklämt werden. Aber die bestehenden Ansprüche, die werden ähm, zur Kenntnis genommen, aber eben eingefroren. Also mhm. darüber wird nicht weiter verhandelt. Aber de facto ist es so, dass die, ähm, die, die Staaten, die eben äh, Gebietsansprüche stellen, diese Gebiete de facto verwalten. Also es gibt eben halt das sogenannte ähm, australische antarktische Gebiet, das äh, Australian Antarctic Territory. Genauso gibt ähm, es das britische Antarctic Territory, äh, das neuseeländische ähm, Antarktisgebiet und so weiter. Also da gibt es tatsächlich Verwaltungen, die sich damit beschäftigen, dieses Gebiet, zu kontrollieren, und zu verwalten. Das ist de facto ein Gebietsanspruch. Und ein mhm. dauerhafter Flughafen wäre mit Sicherheit eine Untermauerung dieses ist Dauerhaft, ja. Genau. Der Flughafen soll ja in der Nähe der Davis Station entstehen. Nun gibt es aber ja schon sogenannte, ich sage jetzt mal Schotterpisten. Es gibt ja Landebahnen in der Antarktis. Wenn ich jetzt sogar für Touristen daran denke, dass man mittlerweile die Drake Passage überfliegen kann, indem man nach King George Island fliegt. Ähm, und dann gibt es ja auch noch andere Schotterpisten. Was, was ist denn jetzt an der Planung anders? Ähm, Soll es dann keine Schotterpiste werden, sondern richtig gebaut werden, beteert werden? Na, wir haben so, wir haben knapp 20 Flughäfen oder, oder Flugfelder in, in der Antarktis, die eben tatsächlich reine Sommerbetriebe sind. Mhm. Und all diesen Flugfeldern oder Pisten ähm, gemein ist, dass sie nicht dauerhaft sind, also dass sie ähm, abgebaut werden können, dass der, der Eingriff des Menschen rückgängig gemacht werden kann. Ähm, die Landepiste zum Beispiel von der Frei Station, der chilenischen Frei Station auf King George Island, ist in der Tat eine Schotterpiste. Wir haben aber zum Beispiel ähm, bei McMurdo äh, Station auf Ross Island von den Amerikanern auch eine Eispiste. Also es, die überwiegenden Pisten in, in der Antarktis sind Eispisten und die mhm. wenigsten sind Schotterpisten. Die meisten, die wir wahrnehmen, weil wir uns hauptsächlich rund um die antarktische Halbinsel bewegen, sind dann aber tatsächlich die Schotterpisten. Uh -huh. Und wenn wir jetzt den, äh, den Flughafen der Australier ähm, äh, uns vornehmen, dann sehen wir, dass die Studien ganz klar eine ähm, Zementierung vorschlagen. Also sprich, die bauen tatsächlich ähm, einen festen Flughafen mit 2,7 Kilometer langen Landebahn. Und diese Landebahn, die wird in ein sehr, sehr fragiles Gebiet gebaut. Das ähm, tatsächlich da das größte... Da kommen wir gleich nochmal drauf. Genau. Das größte <laughs> eisfreie Gebiet ist in der Antarktis. Und dafür will man 11.500 11, Zementblocks aus Australien in die Antarktis schiffen. Allein das würde mehrere Jahrzehnte dauern, die rüber zu 100 schiffen. Eisbrecherfahrten ungefähr nötig sein, ne, um genau. überhaupt dorthin zu kommen. Jeder dieser 11.500 äh, äh, Zementblocks wiegt... Mehr als zehn Tonnen. Und die Dinger sollen dann dort ähm, festgebaut werden. Die werden dann entsprechend ähm, befestigt. Neben der Landebahn sollen äh, Infrastrukturgebäude wie zum Beispiel ähm, ein Abfertigungsgebäude, ein Kontrolltower, äh, ähm, ein Wartungsgebäude äh, aufgebaut werden und dann noch eine fünf Kilometer lange Piste, die eben den Flughafen mit der Davis-Station verbindet, als, als Hub für die ähm, Wissenschaftler. Und diese, diese Größenordnung hier ist einfach, das kann man sich nicht vorstellen, das würde den Fußabdruck der Menschen in der Antarktis um 40 Prozent nach oben treiben. Und bevor wir jetzt auf die auf die, ja, auf die Kritik der, der einzelnen Wissenschaftler, auch unter anderem der Australische, eingehen ähm, zu den Plänen, wäre denn so ein Bau nicht eigentlich auch der Startschuss, dass unvernünftig, wie die Nationen zum Teil sind, sagen dann alle Nationen, wir möchten einen eigenen Flughafen bauen? Genau das ist die Gefahr, die ähm, insbesondere Geopolitiker hier sehen, dass ihnen tatsächlich damit nicht nur eben der Gebietsanspruch untermauert wird, sondern dann ein sogenanntes Wettrüsten in der Antarktis stattfindet. Und es okay. ähm, sehr schwierig wie, wäre zu argumentieren, wenn Australien einen äh, dauerhaften Flughafen bauen darf mit einer... Ähm, ja, nicht temporären Lösungen, sondern tatsächlich einer permanenten Lösung als, ähm, als Bauprojekt. Warum dürfen das nicht andere Nationen? Und dann sind wir sehr, sehr schnell beim Bergbau. Und das ist eine ja. Kiste, eine, eine Box der Pandora, die will man eigentlich nicht aufmachen in der Antarktis. Ähm, das ist einfach eine sehr, sehr gefährliche Debatte, die da aufgemacht wird. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Australien mit dem Antrag tatsächlich erfolgreich sein wird. Ja, dann, dann gehen wir jetzt mal im Detail drin, äh, drauf ein. Also, wie gesagt, die Australier, die Regierung sagt, sie machen das für die Wissenschaftler. Und die australischen Wissenschaftler, aber natürlich auch viele andere, sehen das aber ganz kritisch und sagen, dass halt äh, die Auswirkungen des Baus auf den Kontinent extrem sind. Also, zum einen ja ähm, tatsächlich, ähm, weil die Station wirklich eine, gebaut wird auf einer der ja, bedeutendsten eisfreien Küstengebiete, so wie ich informiert bin. Ähm, wo wirklich auch einzigartige Seen, Fossilien gefunden werden und natürlich auch wildlebende Tiere. Und ich glaube, da kannst du noch mal eingreifen. Gibt es natürlich auch genau diesen, Stir also Punkt, dass wir nicht stören wollen. Und ähm, das wäre ja in dem Fall auch die Situation, oder? Ja, also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir haben hier tatsächlich eine Fjordlandschaft, eine Seenlandschaft und äh, vor allem eisfreies Gelände, das wir in der Größenordnung nirgendwo sonst in der Antarktis haben. Und ja. das ist nicht nur für die Forschung interessant, das ist vor allem als Brutgebiet für viele ähm, Tierarten ein wichtiger Rückzugsraum. Wenn wir jetzt hier einen Flughafen hinbauen, ähm, der eben tatsächlich 2,7 Kilometer lang ist und ähm, ja, Zement von ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie viel, hunderttausend Tonnen das, äh, das sein werden, ähm, hingeschafft werden. Das ist ein immenser Eingriff. Wenn wir darüber hinaus dann noch sehen, die ähm, Emissionen, die dann freigesetzt werden, die äh, Pollution, die wir haben, ähm, den, der Staub, der aufgewirbelt wird, der Lärm, die ähm, Kohlendioxidemissionen, äh, die dort äh, produziert werden, all das, entspricht oder widerspricht komplett den eigenen Umweltstandards, die Australien sich im äh, Antarktisprogramm auferlegt hat. Also ich wollte gerade sagen, weil die besagen ja eigentlich, innerhalb von, ich glaube, 2,1 Kilometer Entfernung ähm, einer Pinguinkolonie darf man zum Beispiel nicht fliegen. Mhm. Und ähm, eine Landebahn innerhalb von 500 Meter von einer Robbenkolonie darf sich auch nicht dort befinden, oder? In der Tat, aber bei diesem Projekt muss man sich tatsächlich vorstellen, wenn dieser Flughafen gebaut wird, gibt es das auch alles nicht. Die Regierung, die australische Regierung spricht davon, das Land einzuebnen, auf dem dieses ähm, Gebilde gebaut werden soll. Wir sprechen hier von drei Millionen Kubikmetern an Erdarbeiten, die hier mit Sprengung, mit Zertrümmerung, mit Auffüllungen äh, bearbeitet wird. Das heißt, all, all das, was wir an unberührter Natur da heute haben, die wir temporär mit Forschungsgegenständen äh, äh, traktieren, würde permanent verändert werden. Mhm. Das wäre ein, ein Eingriff, der die Landschaft und die Wahrnehmung der Antarktis komplett verändern würde. Abgesehen davon natürlich auch, ähm, ja, Sturmvögel, die dort zum Beispiel zu Haufen nüsten oder auch die Weddelroppen, die dort, glaube ich, auch jeden Sommer über ihren Nachwuchs großziehen, oder? Ja, und es gibt natürlich auch... Ähm, Ganz dramatische Beispiele aus der, aus der Forschungsgeschichte. In den 80er Jahren ein, gab es einen Bericht, dass äh, ein tieffliegendes Flugzeug über eine äh, Königspinguinkolonie für äh, eine Massenpanik gesorgt hat, dass die mhm. sich äh, gegenseitig totgetrampelt haben äh, mit 7000 toten v ähm, Vögeln. Das ist eine, eine Hausnummer, äh, die ist nicht zu unterschätzen. Und die Gegend, in der wir uns da befinden, ist eine der wichtigsten äh, Brutkolonien für Adelie-Pinguine, für mhm. die äh, kleinen lustigen ähm, Pinguine, die man aus den Disney-Filmen, ähm, Steve. Steve heißt er, genau, okay, ganz <laughs> gut kennt. Ähm, das, das sind alles ähm, geschichte Geschichten, die man berücksichtigen muss. Äh, wir haben Robben dort, wir haben Meervögel dort, wir haben Pinguine dort. Für die Vedellrobben äh, ist das ein ganz, ganz, wichtiger, ähm, ganz wichtiges Brutgebiet, eben weil es eisfrei ist, eben weil sie dort nicht die ganze Zeit ähm, ihr Brutloch ähm, ja, frei halten müssen. Und das ist schon eine, ja, eine, ein starkes Stück von der australischen Regierung hier weitestgehend auf die Empfehlung der Wissenschaftler zu, ähm, zu verzichten, die sich hier für einen, mit einem Großteil gegen dieses Projekt ausgesprochen haben. Also die Zielgruppe, für die dieser Flughafen gebaut werden soll, ist größtenteils dagegen. Und das ist wirklich eine bemerkenswerte Geschichte hier. Und das untermauert natürlich auch so ein bisschen den, den Verdacht, dass es hier mehr um die Geopolitik geht als tatsächlich um die Unterstützung der Forschung. Ja, absolut. Das ist ja das, weshalb wir auch damals gleich die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Ähm, was glaubst du, wie geht es weiter? Du hast ja eben schon gesagt, du glaubst genauso wenig wie ich und hoffst natürlich auch genauso wenig wie ich, dass sie mit dem Antrag durchkommen. Aber also der, der nächste spannende Tag wird kommt im Mai, richtig? Richtig. Also das ist das, ähm, das Meeting der Vertragspartner, der Konsultativpartner von, vom Antarktis-Vertrag. Mhm. Und da wird eben der aktuelle Stand dieses Projekts ähm, mit dem, äh, da gibt es ein Umweltassessment, äh, was in den, ein, ja, den, den Eingriff dieses Projekts ähm, analysiert. Ähm, es gibt eine Analyse des Gebietes, in das das äh, Ding gebaut werden soll. All die Sachen werden präsentiert und entsprechend analysiert und bewertet. Und ich kann mir beim besten Will nicht vorstellen, dass die anderen Vertragspartner dem zustimmen, gerade unter dem Hinblick, dass das eben tatsächlich zu so einer Art Wettrüsten in der Antarktis führen wird. Also das, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich denke auch, dass wir hoffen können, aber ich denke auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Dann würde ich sagen, bleibt uns eigentlich nur abwarten, Daumen drücken bis Mai, dass alle anderen so vernünftig denken wie wir und dem Ganzen dann einen Strich durch die Rechnung machen sozusagen. Da habe ich große Hoffnung in die Vertragspartner, weil wir tatsächlich hier eine Menge Nationen haben, die keinerlei Gebietsansprüche an die, in die Antarktis gestellt haben, sondern tatsächlich reine Forschungsnationen sind. Und die haben natürlich auch überhaupt kein Interesse daran, dass plötzlich so ein Infrastrukturboom stattfindet in einem ähm, Kontinent, der sich in komplett der Forschung verschrieben hat und tatsächlich so ein ähm, striktes Umweltschutzprogramm hat. Haben wir haben ja dieses ähm, Environmental äh, Program, das da tatsächlich als Zusatzprotokoll ähm, angenommen wurde von den Vertragspartnern. All das wäre in Gefahr, wenn dieses Projekt realisiert wird. Deshalb kann ich mir es wirklich nicht vorstellen, dass dieser Vorschlag eine Mehrheit findet. Dann drücken wir mal alle fest die Daumen, dass es definitiv nicht so dazu kommt, denn letztendlich ist es das Letzte, was wir wollen. Wir wollen zwar gerne mal in die Antarktis reisen und ähm, diese schützenswerte Region kennenlernen und ähm, gerade du ja auch an Bord das ähm, nochmal vermitteln, aber das also fliegen in die Antarktis und dann mehrfach und es wird ja nicht nur bei den bei den äh, Wissenschaftlern bleiben, das ist dann ja auch ganz klar, wenn man so aufwendig baut. Ähm, das wollen wir natürlich wirklich möglichst vermeiden. In der Tat. Gucken wir mal. Henry, ich danke dir, dass du Zeit hattest, dass wir nochmal kurz so ein bisschen über das Thema sprechen konnten. Ähm, und insofern, ja, bin ich gespannt, was da im Mai rauskommt. Ja, vielen und Dank für dann... die Einladung. Und ähm, wenn das Ergebnis steht, dann können wir das ja nochmal auswerten. Genau, dann werten wir das nochmal gemeinsam wieder aus. Und ja, für alle Hörer danke ich, dass Sie dabei waren. Kurze Folge, knapp und gut, aber ich glaube doch ein sehr wichtiger Punkt, den man einfach mal ansprechen sollte. Und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss und bis dann. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.